Ja, liebe Ulrike, Freundinnen und Freunde, das Ergebnis wird sicher ein fulminantes sein. Daran wollte ich nämlich anknüpfen, weil wir ohnehin schon in Oberösterreich sind. Ja? Der Vergleich macht uns sicher, was Schwarz-Grün und Schwarz-Blau betrifft. Aber es macht uns vor allem für die nächste und die kommende Wahlauseinandersetzung der Vergleich sicher. Wir haben mit Ulrike Lunacek eine authentische, eine aufrichtige, eine ehrliche, eine erfahrene und eine sehr engagierte Spitzenkandidatin. Ja, eben mit Rückgrat und Haltung. Aber was ist bei den sogenannten Mitbewerbern los? Ja, wir sind umzingelt. Das wurde ja schon angedeutet, aber ich darf mir da vielleicht mehr herausnehmen. Wir sind ja umzingelt von durchgestylten, kurzsichtig agierenden und im Ergebnis verantwortungslos handelnden PR-Typen, die sich gegenseitig auf der rechten Spur überholen, dass fast kein Platz mehr ist dort. Und da haben wir eine glaubwürdige Alternative. Und das ist wichtig, gerade von dem Feld, wo Ulrike Lunacek kommt. Und vielen Dank, dass du deine ganz wichtige Aufgabe in der Europäischen Union und vor Europa zurücklässt. Das ist dir nicht leicht gefallen. Aber genau das ist auch das Auseinandersetzungsfeld, um das jetzt in Österreich geht. Schauen wir uns wieder an. Die kurzsichtigen PR-Typen. Ich freue mich auf die Auseinandersetzungen der potenziellen Außenministerinnen in den Fernsehkonfrontationen und ich verspreche euch, oder nicht verspreche, ich kann es nicht versprechen, aber prognostizieren, dass die Ulrike so manchen dort alt aussehen lassen wird. Ja, also bei zehn Minuten Redezeit müssen wir den Applaus ein bisschen verkürzen. Die Auseinandersetzung ist ernst genug. Was haben wir noch, wenn wir schon bei diesem Vergleich sind? Der Angriff auf den Sozialstaat, der Türkis-Schwarzen, wird jetzt über Europa organisiert. Das ist doch perfide, so stellen sie die hin, aber wir stehen dagegen. Wir haben einen Außenminister, der eigentlich Integrationsminister ist, Klammer auf, Versäumnis, Rufzeichen, Klammer zu, ja, das ist ja unfassbar eigentlich, aber der ist auch noch Europaminister. Das ist aber mehr kein Europaminister, das ist ein europapolitischer Geisterfahrer. Die Spur haben wir schon identifiziert. Und es geht ja auch um das, was in Österreich passiert, weil über die Bande Brexit Europa machen die ungeniert eben diesen Angriff auf den Sozialstaat auch hier. Ja? Und ich weiß nicht, was schon bei der ÖVP mit christlich alles passiert ist, aber am Weg von Schwarz zu Türkis sind offensichtlich die letzten Bibelstellen verloren gegangen. Ja, also. Nein. Also so geht das nicht, ja. Also ich sagte, es ist ernst genug, ja. Es ist ernst genug. Familienpolitik, Judith Schwendner, danke für das viele, was jetzt hier schon erreicht wurde. Aber was machen die? Ist es nicht, Hand auf die Bibel, christliche Parteien, wo sind sie? Egal, ob eine Familie aus Andelsbuch, aus Anfels, aus Apetlon oder aus Aleppo kommt. Und wer, wenn nicht wir, wird in diesen Ring steigen und wird hier gegenhalten. Und bei der Gelegenheit, an den deutschen Grünen geht es ja ähnlich, wollte ich auf Folgendes hinweisen. Ich war da 3 Tage bei deren Bundesdelegiertenkonferenz, also das, was wir hier haben, heißt dort so. Ja, es wird gesudert über die Grünen. Müssen wir mal ehrlich hinhören, ja?
Werden die noch braucht im schlimmsten Fall? Wofür stehen die? Oder in Österreich der Dreikampf, ja, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen gestraft, ja, die da draußen in der Spur. Aber auch die Frage, naja, Überzeugungen braucht es die. Na, aber echt, ich nehme Anleihe beim Albert Steinhauser, wo ich auch dabei sein durfte bei einer fulminanten Wiener Landesversammlung. Und es ist doch tatsächlich so, wenn wir die Frage aufwerfen, können wir die Antwort gleich mitliefern. Wer, wenn nicht wir, werden das sein, die hier gegenhalten und auch für was sind. Und dieser Angriff auf den Sozialstaat, im Übrigen auch das ganze Versäumnis in der modernen ökologischen Wirtschaftspolitik, das ist ja dort mit angesiedelt, wir werden ja heute noch was hören dazu, ja? Da ist doch längst notwendig, auch auf europäischer Ebene, eine Wirtschaftswende, die auch dazu führt, dass Sozialpolitik und Umweltpolitik ihren Platz bekommen und wieder eine Chance haben. Und wer steht denn da dafür, wenn wir uns die Fred Feuersteins dieser Industriepolitik auf der anderen Seite anschauen? Die wollen ja auch mit dem Herrn Strache, der hat ja nicht nur anderes ausgefressen, der hat, ich weiß nicht, hat der schlecht geträumt, aber Grün und Grün verwechselt, aber Grönland und der Wein, der gar nicht so lange her dort angebaut worden wäre. Ich meine, wir wissen ja nicht, welche Drogen die sonst noch nehmen, aber das ist ja unfassbar. Ganz ungeniert bei allen Sozialabbaufantasien, auch der Rückschritt in der ökologischen Wirtschaftsfrage steht an. Und das werden wir auch so gut wir können verhindern und ins Gegenteil drehen, probieren. Und das beginnt ja bei der Handelspolitik, die ist schon angesprochen worden, aber auch da muss man die SPÖ einmal erwähnen mit ihrem Schlingerkurs. Ich sage jetzt nicht TTIP und alles, was da dazugehört, beim Japan-Abkommen passieren schon die nächsten gleichen Sünden, aber bei CETA, Kern hat doch versprochen, diese, und das ist in der Tat das große Problem der Demokratieaushöhlung, diese privilegierten Konzernklagsrechte, die dort niedergeschrieben sind, aber die können noch verhindert werden mit einer nationalen Abstimmungen in den Parlamenten und also auch hier bei uns in Österreich. Und genau diese Wahl steht ja an. Also machen wir, wenn Kern das verspricht, aber weiter hinten sich vorbeieiert, ja, mit Beipackzetteln sich feiern lässt, obwohl das Medikament bitter und unverträglich das gleiche ist. Machen wir diese Nationalratswahl am 15. Oktober zu einer Volksabstimmung über die CETA-Ratifizierung in Österreich, ja oder nein, und geben ein europäisches Signal. Aber die Konzernprivilegien bestehen ja auch in der Steuerfrage. Es ist doch pervers und Österreich ist immer mittendrin. Ich sage jetzt nicht Schurkenstaat, obwohl es für die Vergangenheit berechtigt gewesen wäre. Ja? Österreich ist immer mittendrin bei den Mittätern und nicht nur irgendwo außen vorbei. Es ist verrückt, dass 0,1% Defizit auf oder ab ein Riesenverfahren in der Union auslöst. Aber wenn die Mitgliedstaaten Mittäterschaft zur Fluchthilfe von Milliarden Steuerbetrug machen, dann passiert nichts und das haltet an, viel schlechter als wir glauben. Und der Herr Schelling und der Herr Kurz und vorher der Herr Mitterlehner und leider auch beim Kern ist nicht viel da, halten nicht dagegen. Und das ist für Europa wichtig, für Österreich wichtig, es gehen uns 100 Milliarden im Jahr verloren. Und wieder, wer, wenn nicht wir, tritt hier glaubwürdig auf. Von den Banken brauchen wir nicht viel reden. Ja, ich freue mich, dass Reinhard Bickel-Herk da ist. Wir haben damals mit Martin Ratscher-Bick getextet. Ich bin stolz. Und es war die Kampagne, wo Lieke Lunacek 15% erreicht hat. Selten war sowas so treffend, was wir formuliert haben. Einfach aber richtig. Menschen retten statt Banken. Und ja, das gilt aber leider immer noch. So viel Selbstlob muss sein, wir haben mit diesen ganzen Untersuchungen Kärnten gut leben lassen, braver Rolf Hollup, aber durch unseren Druck ist doch die eine oder andere Milliarde zurückgekommen, der Druck der Untersuchungen, das wird gerne übersehen, weil das alles von der Presse, die ja selber von Raiffeisen, die von dem Hypo-Deal profitiert haben, dominiert ist, ich sage das doch ganz offen, ja, das
wir hier dazu wesentlich beigetragen haben. Wer, wenn nicht wir, die das aufgedeckt und verfolgt hätten, hätte denn diese Milliarden zurückgeholt? Na, glaubst du, der Mitterlehner und der Faymann damals wären von allein auf die Idee gekommen, die haben ja so weit gebremst, dass es nicht gelungen ist, 4-5 Milliarden zurückzuholen. Wir sind aber auch mit 1-2 zufrieden. Ja? Das ist die größte Rückholaktion in der österreichischen Finanzgeschichte. Und genauso werden wir es bei den Eurofightern machen. Danke allen, die dort arbeiten. Wer, wenn nicht wir, macht denn das seit 10, 20 Jahren? Auch in der BUWOG. Ja? Was ist denn bei den anderen? Wir sind die, die aufdecken. Die anderen sitzen dort. Ja? Die ganzen Kandidaten. Und wenn Blau-Schwarz wieder kommt mit den organisierten Kassagreifern, dann sehen wir ja schon, was passiert. Dann sehen wir ja schon wieder, was passiert. Und der Zyklus, Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank, ich sehe es ja schon wieder. Also, wir haben was zu tun. Und zum... Ich habe schon ein Zeichen gehört, ja. Ich weiß nicht, wie, das ist ernst zu nehmen. Ja. Diese Applausrechnung müsst ihr mir auch noch vorhalten. Aber es ist auch in der Frage, noch einmal was Ernstes, es ist auch in der Frage der ökologischen Wirtschaftswende so. Es ist jetzt der Trump ein beliebtes Beispiel. Ja, das ist zutreffend. Er ist in den Ring gestiegen und hat dem Klimaschutz und dem Planeten in Wahrheit den Kampf erklärt. Aber wer, Europa muss gegenhalten, aber wer wird denn das sein in Europa, außer vor allem die Grünen und mit Verbündeten? Ja, aber wer denn, wenn nicht wir, wird das aufnehmen? Und es ist doch so, wir sind die erste Generation, die die Folgen des Klimawandels schon spürt, aber auch die letzte, die was dagegen unternehmen kann. Und wer, wenn nicht wir, werden es hinstellen? Das ist doch die Aufgabe. Und wo spielt sich das ab? In der Energiewende, die längst überfällig ist. In der Verkehrswende und vor allem in der Landwirtschaftswende, gerne übersehen. Aber was passiert denn dort? Mit einem Haufen Subventionen wird eine perverse Produktionsstruktur, ich mache meinen Zettel zu, ja, eine perverse Produktionsstruktur forciert, die dazu führt, dass in einem kranken System keine gesunden Lebensmittel rauskommen können, aber die subventionierten Güter in Afrika auch noch die Landwirtschaft kaputt machen und die Leute dort ihre Existenzgrundlage berauben und in die Flucht treiben, nachgeradezu. Also hier schließt sich dann wieder der Kreis. Und wer hat so eine umfassende Analyse überhaupt über das, was am Globus abgeht und was wir lokal tun müssen? Also, Freundinnen und Freunde, am Schluss. Wir haben eben eine tolle Kandidatin, die da dagegen steht. Wir haben aber auch gemeinsame Überzeugungen. Und wer überzeugt ist, kann auch andere überzeugen. Und auch wenn es nicht leicht ist, ja, wir sind ja nicht in die Politik gegangen, um es uns leicht zu machen, sondern um die Welt zu verbessern. Danke. Werner, bleib hier oben. Lieber Werner, wir haben auch bei dir den Applaus jetzt mit eingerechnet. Also wir haben auch Gleiches walten lassen, gleiches Recht. Und ich lade jetzt wieder euch ein, Fragen zu stellen. Ein dritter Versuch. Ja, die erste Frage. Oh. It's a coffee fee. Hallo, der Alpi aus Tirol. Wie so viele von euch Kollegen haben auch wir jetzt Landesversammlung gehabt mit unserer Wahlversammlung. Kannst du bitte das Mikro höher stellen, weil sonst oder in die Hand nehmen, weil sonst hört man dich nicht. Also wenn wir dich nicht hören, versteht dich der Werner wahrscheinlich. Check nicht. One, two. Okay. Nochmal. So weit bin ich noch nicht. Also nochmal, der Alpi aus Tirol. Wir hatten jetzt auch Landesversammlung und das haben alle gemeinsam. Was wir vielleicht nicht alle gemeinsam gehabt haben, war, dass wir eine wirklich lebendige und kritische Debatte zu unseren Grundwerten, namentlich dem Feminismus, dort abgeführt haben. Und jetzt glaube ich, feiern wir alle gemeinsam, dass wir zwar so großartige Frauen an unserer Spitze stehen haben, die uns so fraglos zurückgelassen haben. Als Kerl kann ich einen Kerl auch mal anquatschen und etwas, das ich mir gestern nicht getraut habe, weil Ingrid, da hat dieser stellvertretende Klubobmann und der langjährige Stellvertreter... Ich würde dich bitten, zur Frage zu kommen, gell? Also Fragen sind gewünscht, gell? Also, nein, ich bin als Tirol-Co-Referate gewohnt. Ich wollte... Aber vielleicht übersetzt die Ingrid dann, wir sind schon gut eingespielt.
Ich wollte auf Ingrid nochmal Bezug nehmen in der Hinsicht, dass du schon vor vielen Jahren und seit vielen Jahren und jetzt auch gestern den Rücken dieser Frauen an der Spitze stärkst. Und jetzt komme ich zu meiner formulierten Statement-Frage. Bitte. Es ist ganz großartig, so viele starke Frauen vorzuhaben. Und es gibt mehr als diesem faden heterosexuellen Cisgender-Mann einfach ganz viel Befriedigung zu sehen, dass man als Mann auch in gutem feministischen Einverständnis Frauen den Rücken stärken kann. Frage. Wir freuen uns auf deine Frage. Wie befördern wir dieses Bild aus deiner Sicht in launigen Worten, dass sich junge Männer auch bei uns noch mehr daheim fühlen können, im Einverständnis, dass wir Frauen stärken? Danke für diese Frage. Gibt es eine zweite Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Werner, wir suchen dich um deine Antwort. Ich meine, wenn ich gut aufgelegt bin, dann kann ich das als implizites Lob begreifen. Schatz, was es zu tun gibt, ist genau dann, wenn es sozusagen an die, spätestens dann, ja, wenn es an die Hälftegrenze kommt, gemeinsam vorzugehen und wollen wir diesen doch nicht so häufigen Akt vielleicht gemeinsam beschreiben, liebe Judith Schwendner, nachdem nicht sicher war, ob bei Burgenland macht kein Grundmandat, ja, bei allen anderen 8 Wahlkreisen es wirklich so ausgeht, dass mindestens 4 Frauen Spitzenkandidatinnen sind, haben wir uns entschieden, in der Steiermark diesmal zu wechseln. Judith ist gestern furios auf Nummer 1 gewählt worden, ich auf Nummer 2. So würde ich das einmal verstehen, aber sonst funktioniert es, denke ich, relativ gut. Und wie wir mehr junge Männer ansprechen können, das halte ich für die längerfristig interessantere Frage, weil es kommen natürlich andere Männer, bei uns wird es auch so gehen, das halte ich schon für ein ernsteres Thema. Immer wieder auch Mails von oder Eintragungen da jetzt in diese angeblichen sozialen Medien, dass da irgendwie und so wenig Männer, so viele Frauen, was weiß ich, so, ja, dass es da oder dort nicht ganz umsonst ist, das zu verteidigen, zu vertreten, sich hinzustellen und halt selber, wir haben ja alle, möglicherweise auch Männer und Frauen im Speziellen und insgesamt eine andere Auftrittsart, aber sich da hinzustellen und das zu verteidigen und zu agitieren und dass natürlich die Männer bei uns in Wahrheit den halberten Platz haben, das funktioniert an sich gut. Aber wenn ich mir letzte Werbeeinschaltung erlauben darf, wo es bei mir gut funktioniert, ist, glaube ich, sowohl auf akademischen Diskussionen und Vorträgen im Seminarraum und in Hörsälen, aber ich habe es ja eingeschrieben in meiner Bewerbung, aber sowas wird ja neuerdings nicht mehr gelesen, also wiederhole ich es einmal, diese Werbeeinschaltung. Wir sollten nicht nur in den Hörsälen uns Gehör verschaffen, ja. Wir sollten das auch in den Wirtshäusern tun. Ich weiß, dass das bei uns eine unbeliebte Debatte war. Ich stehe aber dazu und ich glaube, ich kann dazu was beitragen. Und jetzt ist Schluss. Herzlichen Dank, Werner.